Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo zu Star Trek Online. Und heute möchte ich mich mit euch unterhalten über das Thema Matzmarkt, aber nicht nur Matzmarkt, sondern generell auch über das Thema verschiedene Versionen des Spiels, exklusive Gegenstände und Gegenstände, die grundsätzlich im Spiel nicht mehr erhältlich sind und welche Möglichkeiten hier von Cryptic bzw. Perfect World geschaffen worden sind, um an diese Gegenstände auch heranzukommen und was ich persönlich von dieser ganzen Angelegenheit halte. Zum einen möchte ich erstmal sagen, was ist denn eigentlich Mads Markt, wer es noch nicht kennt? Das ist ein neuer Bereich im Zen Store, der im November 2019 eingeführt worden ist, um Gegenstände zu erwerben, die schon lange nicht mehr im Spiel verfügbar sind. Perfect World bzw. Cryptic schreibt hier O-Ton. Mads Markt ist eine dauerhafte Erweiterung im Spiel und alle aufgelisteten Gegenstände werden hier erhältlich sein. Doch Matt beobachtet den Markt und es könnte passieren, dass er weitere Gegenstände hinzufügen oder andere entfernen wird. Das ist zum Teil auch schon passiert in der Zwischenzeit. Und es wird spontane und erhebliche Angebote für diese Gegenstände geben. Daher ist es wichtig, den Markt täglich auf Angebote zu überprüfen. Wartet nicht zu lange. Und so weiter und so fort. Zu diesem Markt. Warum berichte ich überhaupt darüber? Weil es ja eigentlich in Anführungszeichen nur ein weiterer Reiter im Zen Store ist. Das mache ich deswegen, weil dieses Feature einen riesen Shitstorm losgetreten hat. Egal, ob das auf Reddit ist, ob das auf Facebook, in diversen Gruppen ist oder sonst wo. Und selbst ja, altgediente und verlässliche Quellen oder Berichterstattungsseiten aus dem Bereich MMO sind hier auf den Zug aufgesprungen und haben unter anderem getitelt, wie ist es tatsächlich, kann es tatsächlich deren Ernst sein, solche Preise aufzurufen? Und ja, sie meinen es ernst. Und wir gucken uns das gleich nochmal im Detail an. Nur eins würde ich euch bitten, dabei im Hinterkopf zu behalten. Überlegt mal, warum haben die das Ganze Matt Mark genannt? Matt oder Harry Fenton Matt ist ja ein zwielichtiger Händler aus dem Star Trek-Universum, der gern andere Leute über den Tisch zieht. Und deswegen musste es schon sein, meiner Meinung nach, dass hier übertriebene Preise aufgerufen werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass hier die Gegenstände gleich mit 75% Rabatt in das Spiel reingekommen sind. Ja, der Deutsche an sich ist ja ein Mensch, der sich gerne beschwert, muss man ja auch mal sagen. Und die Leute aus anderen Ländern sagen, they're always complaining, the Germans. Ja, ist auch in diesem Fall so, weil dieses Thema jetzt auch Leute auf den Plan gerufen hat, die gesagt haben, oh Mensch, ja, ist das denn rechtlich überhaupt zulässig? Ich starte einen Shop und muss ich denn nicht eigentlich erstmal die ursprünglichen Preise anbieten, bevor ich denn überhaupt einen Rabatt ausloben kann? Das mag ich nun nicht weiter kommentieren. Das erinnert mich so ein bisschen an eine andere Geschichte aus einem anderen Spiel, über die ich berichtet habe. Da war es so, dass es zeitweise ein Paket gegeben hat mit drei Spielen, was zusammen günstiger war als das Hauptspiel. Und Leute, beschwert euch doch nicht. Nehmt doch die Angebote an, wenn sie da sind und das eurer Meinung nach preislich dementsprechend passt. Also das ist was, was ich dann wirklich nicht verstehen kann. Gut, wer es noch nicht kennt, wir werden jetzt auf jeden Fall mal einen Blick in das Spiel werfen. Ich habe hier Mads Markt schon mal dementsprechend aufgerufen. Und ja, wie ich gerade schon angekündigt habe, da ist ein Haufen Zeug drin, was eigentlich so im Spiel nicht mehr verfügbar ist. Das ist ja auch Sinn von Mads Markt. Und seit der ursprünglichen Ankündigung hat sich ja auch schon was getan. Zum Beispiel sind die K6 Raumschiff-Geschenkgutscheine hier dazugekommen. Also tatsächlich, wie angekündigt im Blog, bewegt sich hier offensichtlich laufend etwas und man sollte regelmäßig, wenn man sich denn dafür interessiert, auch einen Blick in Mads Markt werfen. Wenn man sich jetzt hier natürlich mal anschaut, zum Beispiel bei dem ersten Gegenstand, hier um das mal exemplarisch zu machen, das ist der Führungsangriffskreuzer der Visierklasse und guckt sich mal so an,
was der so kann. Ich weiß jetzt auch gar nicht, aus welcher Aktion oder wie der im Schiff drin gewesen ist und wie man den hat bekommen können, spielt aber auch keine Rolle. Momentan über den normalen Zen-Store bekommt man ihn halt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es mal eine Jubiläumsaktion gewesen ist oder ob der mal verschenkt worden ist. Ich weiß es nicht, aber der wird natürlich hier mit fettigen 14.000 Zen aufgerufen, was nicht mehr und nicht weniger bedeutet, dass das Ding, wenn man mal alle Rabatte, die es gibt, außen vor lässt, 140 € kosten würde. Da muss man natürlich schlucken. Und ja, der Preis ist natürlich deren Ernst. Ob der dann irgendwann auch mal aufgerufen wird, vielleicht weil sich so viele Deutsche oder andere beschweren und tatsächlich mal diesen Preis aufrufen, na bitte, da muss ihn halt keiner kaufen. Auf der anderen Seite sind natürlich 3.500 Zen auch noch ein ordentliches Wort. Wenn man das Ganze jetzt mal vergleicht und guckt hier aber mal bei den Schiffen rein, dann sieht man, dass der Preis hier sich nicht wesentlich von denen unterscheidet, also zumindest im Angebot, die hier momentan auch für andere Schiffe aufgerufen wird. Ob man das Schiff haben möchte, ist freilich genauso wie bei den regulär verfügbaren einfach mal eine Frage, ob man das haben möchte, ob man das haben muss oder ob man jetzt sagt, ich möchte das gerne noch in meiner Sammlung haben. Da möchte ich an der Stelle sagen, wer sagt hohe Preise, der verkennt vielleicht auch nochmal oder dem sollte man vielleicht auch nochmal ein paar Sachen ins Gedächtnis rufen, nämlich dass ich grundsätzlich überhaupt gar nichts ausgeben mag, weil ich kann zum einen die Lithium gegen Zen umtauschen. Dann ist es so, wenn man alle Rabatte miteinander kombiniert, und das ist ja jetzt bis zum 3. Dezember noch möglich, weil ich habe auf der einen Seite, also wenn ich echt Geld ausgeben will, momentan einen Rabatt auf ganz viele Gegenstände. Und ich habe zeitgleich noch einen Rabatt beim Kauf von Zen. Und wenn man das alles miteinander kombiniert, dann kommt man hier in durchaus erschwingliche Preisbereiche. Und wer das dann immer noch nicht mag, gut, der kann halt noch ein bisschen Dilithium gegen Zen umtauschen, damit das Ganze dann auch in bezahlbaren Rahmen kommt. Wer alles sofort und zum Preis haben möchte, zu dem es aufgerufen wird, wenn es neu rauskommt, gut, dem ist dann an dieser Stelle sowieso nicht zu helfen, meiner Meinung nach. Und ist für mich aber noch kein Grund für einen Shitstorm. Und insbesondere beim Matzmarkt muss man mal schauen, wie sich das mit den Gegenständen und Preisen denn noch entwickelt. Und es ist aber nun so, dass die Gegenstände, die hier drin sind, ja allesamt kein Must-to-have sind. Also das ist ja alles nur in Anführungszeichen Schmuck am Nachthemd. Was natürlich ganz interessant ist, es gibt ja sowieso momentan noch die Aktion, dass man über das Sammeln von Marken ein kostenloses K6-Schiff bekommen kann, respektive hier einen Geschenkgutschein. Und wenn man das natürlich mal miteinander vergleicht, also ich selber bin ja hier auch noch nicht durch, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich das finde. Event Campaign, genau, die Belohnung, Belohnungsinformationen. So, und das könnte man jetzt, momentan geht es wohl nicht, hätte man hier das Ganze nochmal plus meinem Fortschritt, den ich eh geschaffen habe, für 3.500 Zen auffüllen können. Das ist natürlich ordentlich, das ist noch teuer, wenn man überhaupt keinen Systemfortschritt hat. Und da muss man dann schon sagen, ist das ein grundsätzlich cooles Angebot hier, dass man drei K6-Schiffe für 4.500 Zen bekommen kann. Und selbst bei 6.000 Zen kann man sich das durchaus noch überlegen. Also eine sinnvolle Geschichte und auch nicht unbedingt überteuert. Dann gibt es hier so ein paar Gegenstände noch wie Holo Enterprise Crew oder andere Geschichten, die man zum Beispiel bekommen konnte, wenn man ein Community-Treffen oder eine Convention besucht hat, gratis. Da habe ich auch relativ im Portfolio, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Oder auch beliebte Pakete, die vielleicht irgendwann bei irgendeinem Event nochmal ins Spiel kommen. Und wenn man sich den Preis anguckt, wie gesagt, man kann sich überlegen, ob man es braucht oder nicht, wird hier auch immer noch mal ein ultimatives Tech-Upgrade dazu gepackt, was auch nicht zu verkennen ist, wenn man mal die ganzen Dilithium-Kosten und den Wert in Zen umrechnet, dass ich dafür einen Gegenstand auf die höchste Stufe episch aufwerten kann, indem ich einfach nur diesen Gutschein einsetze, relativiert sich der Preis durchaus auch. Ja, und auch hier unten, die Frage ist auch bei vielen Gegenständen, also manche Gegenstände kann man wohl auch noch anders im Spiel bekommen, hat sie vielleicht irgendwo einen Belohnungsreiter, müsst ihr mal gucken. Hier das Paket wird auch Zeit, wenn man das haben möchte. Splitter der Möglichkeiten, Ovidianischer Gehstock und Brückenoffiziere, also wo man, da kann man sich mit dem Splitter der Möglichkeiten duplizieren im Spiel
oder mit dem ophidianischen Gehstock Gegner hochheben und Energie abziehen. Ganz nice Geschichten, muss man aber auch nicht zwingend haben. Das war zum Beispiel mal in Featured-Episoden als Belohnung drin. Man hat zwar gesagt, die kämen nicht mehr, diese Featured-Episoden, aber einfach mal abwarten. Auf jeden Fall sollte man sich hier von diesem Shop insgesamt nicht unter Druck setzen lassen, hier unbedingt etwas kaufen zu müssen. Gut, das ist die eine Seite der Medaille, nämlich das Thema, was kostet der ganze Spaß und muss man das haben und was für unverschämte Preise sind das hier eigentlich ohne Rabatt? Ihr müsst es ja nicht kaufen. Aber wie gesagt, ich finde insbesondere hier das kürzlich hinzugefügte K6-Raumschiff-Geschenkgutscheinpaket nicht verkehrt, insbesondere weil es da drei Stück dazu gibt, wer das haben möchte. Ich persönlich habe genug Schiffe und werde von diesen Angeboten nicht Gebrauch machen und ich dürfte auch die meisten dieser Gegenstände zur Verfügung haben. So, und Mads Markt ist ja auch nicht die einzige Möglichkeit, an Gegenstände zu kommen, die es grundsätzlich im Spiel nicht mehr gibt, sondern es gibt ja auch noch die Möglichkeit, ganz gratis, wenn man es da nicht übertreibt und die regelmäßig stattfindenden Aktionen zu benutzen, kann man natürlich auch hier die Phoenix-Kisten zu Rate ziehen. Da bekommt man dann verschiedene Gutscheine hier raus. Ich selber habe schon ein bisschen die Lithium ausgegeben, um noch mehr Pakete zu bekommen. Das sind hier diese Gutscheine, die Phoenix-Preispakete, die gewöhnlichen, die seltenen, die sehr seltenen und die epischen Preisgutscheine. Da können wir gerade noch mal reinschauen. Natürlich ist die Chance, einen epischen Gutschein zu bekommen, relativ gering. Aber ihr seht, auch mir ist es hier gelungen. Nur ich wusste schon gar nicht, wo könnte ich einen epischen Gutschein einsetzen, weil ich an den meisten Events, wo diese Gegenstände her sind, auch teilgenommen habe und die sowieso schon mein eigen nennen kann. Ja, so kann man hier zum Beispiel Gegenstände aus verschiedenen Events rausbekommen und ich heb die Gutscheine dann auf, wenn ich mal etwas haben möchte aus einem Event, wo ich vielleicht nicht teilnehme oder das ich verpasst habe, um mir vielleicht dann irgendwann in Zukunft halt nochmal irgendwas zu holen mit diesen Gutscheinen, weil auch hier wird ja laufend ergänzt, was es denn für diese Gutscheine gibt. Eine gute Alternative zum Mads Markt, wobei ich mir auch gut vorstellen könnte, dass zwischenzeitlich vielleicht auch in Mads Markt mal Gegenstände reinkommen, die man hier bei den Phoenix-Kisten nur mit einem epischen Gutschein bekommt oder dass vielleicht auch mal Dinge aus Mads Markt in diese Phoenix-Kisten reinbekommen. Ja, persönlich beschäftigt mich in dieser Gesamtthematik noch ein anderes Thema, nämlich nicht nur die Preise, sondern auch so ein bisschen das Thema Exklusivität und wie ist man denn eigentlich mal früher an diese Gegenstände gekommen. Persönlich finde ich es immer sehr schade, wenn man sich, wenn man Geld ausgegeben hat für exklusive Pakete und diese Gegenstände dann irgendwann später relativ leicht im Spiel zu bekommen sind. Da fühle ich mich grundsätzlich ein bisschen verschaukelt und hoffe auch, dass das nicht mit allem, was es mal gegeben hat, denn auch möglich sein wird. Ich persönlich bin ein Besitzer sehr vieler Versionen, die es von Star Trek Online gibt und da ist auch schon viel in das Spiel reingekommen. Und da habe ich mich natürlich auch im ersten Moment mal ein bisschen geärgert, dass das so geschehen ist. Zum Beispiel, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich glaube für einen gewöhnlichen Gutschein sogar. Na, 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 wo haben wir es? Das war es nicht. Dann war es ein seltener Gutschein, aber den bekommt man ja auch noch relativ oft. Gut, da geht's schon los. Also, seltene Gutscheine. Da ist zum Beispiel drin. Diese Taktikkonsole automatischer Verteidigungsgeschützturm. Auch wenn der ein oder andere jetzt sagen mag, naja, so viel kann man damit ja nicht anfangen. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich mir die Digital Deluxe Edition von Star Trek Online damals besorgt habe, weil das da neben einigen anderen Dingen mit drin gewesen ist. Jetzt bekomme ich das relativ leicht, indem ich einen seltenen Phoenix-Gutschein anwende. Schade, dumm gelaufen. Dann bei den sehr seltenen habe ich den rote Materie-Kondensator drin, der eben wie eine wieder aufladbare Batterie funktioniert. Und der war damals grundsätzlich nur erhältlich in der sündhaft teuren Collectors Edition, die da noch irgendwann nicht mehr erhältlich war. Die habe ich mir aus den USA importiert. Freilich ist bei diesen Editions noch ein bisschen was anderes an Gimmicks dabei gewesen. Ich glaube, ein T-Shirt, eine Karte und noch so ein billiger Kommunikator und man hat noch eine schöne Box. Ist aber nun so und die Version habe ich mir gekauft, dann
hatte ich mir noch geholt, die Gold Edition. Da war, ich weiß gar nicht, ob aufgrund eines Bugs oder nicht. Das war schon dann das nächste Ärgernis in der wesentlich einfacheren und günstigeren zu erstehenden Gold Edition. Obwohl es nicht dabei stand, war auch der rote Materiekondensator drin. Den wollte ich damals unbedingt haben. Und jetzt kriege ich den auch für die Phoenix-Gutscheine. Tja, schade. Und dann gibt es ja noch die oder gab es die Silver Edition, die sich viele damals geholt haben, weil man für kleines Geld, ich glaube, irgendwann wurden die Codes dann auf eBay oder Amazon verschleudert für 1 Euro, dass man dann gleich eine Accountbank, eine Accounterweiterung und solche Geschichten bekommen hat. Da will ich mich mal gar nicht beschweren. Die hatte ich, glaube ich, bei der Digital Deluxe Edition auch drin. Die war auch nicht so teuer. Die Silver Edition habe ich demzufolge nie angefasst. Dann hatte ich mir geholt, weil da ein exklusives Schiff drin war, die Steam Edition von Star Trek Online. Da war damals die Steam Runner mit drin oder auch bekannt als das Blockade Runner Escort Schiff. Mal gucken, ob ich das hier irgendwo auf die Schnelle finde. Dadurch, dass Steam dann, ich weiß nicht, ob Steam ganz die Kooperation eingestellt hat, was Star Trek Online angeht oder ob. Oder wie das passiert ist. Man hat sich auf jeden Fall dazu entschlossen, das SteamRunner-Paket dann in den Store mit reinzunehmen. Damit war dann auch die Exklusivität der SteamRunner, die ich lange geflogen bin, ja, auch dahin. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass man den ein oder anderen Gegenstand vielleicht auch irgendwann mal in den Shop reinnimmt oder für andere verfügbar macht, weil es natürlich auf der anderen Seite, das ist dann eben immer ein zweischneidiges Schwert, auch für die Leute frustrierend sein mag, die erst spät zum Spiel dazustoßen und demzufolge gar nicht mehr die Möglichkeit haben, auch nur irgendwie an diese Gegenstände heranzukommen. Und natürlich kann man damit auch noch den ein oder anderen Euro verdienen, der für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Spiels erforderlich ist, da es sich ja nun immerhin um ein Free-to-Play handelt. Ja, insgesamt gesehen, und das sieht auch die Fachpresse so, da hat Star Trek Online sogar eine Auszeichnung bekommen, nämlich als eines der fairsten Free-to-Play-Spiele, die es überhaupt gibt, weil ich das ganze Spiel mit allen Erweiterungen, ohne auch nur einen einzigen Euro auszugeben, komplett durchspielen kann, ich keine Pakete zusätzlich kaufen muss und eine verdammt gute Ausrüstung mir auch so im Spiel zusammenspielen kann und alles andere, wie eine Kollegin von mir immer gerne sagt, Schmuck am Nachthemd ist. Und das ist auch einfach so. Meine persönliche Meinung dazu. Und ich persönlich bin ja da ein großer Fan von Story-Content, da beschweren sich auch viele drüber, dass das nicht gut sein sollte, was da kommt an Geschichten. Da kann man geteilter Meinung sein. Ich persönlich finde es gut, dass man auch den Fans der unterschiedlichen Serien hier dementsprechende Einstiegsmöglichkeiten in das Spiel bietet, so neue Spieler herankommen und das Spiel auch dementsprechend am Leben erhalten wird. Persönlich gehe ich davon aus, dass uns noch einiges zum Thema Discovery erwarten wird und bestimmt auch die neue Picard-Serie in 2020 auch eine Rolle in Star Trek Online spielen wird. Ja, um nochmal auf die Gegenstände zurückzukommen. Ja, also wie gesagt, ich finde auch, wenn man Geld, insbesondere wenn man viel Geld ausgibt und einem werden exklusive Gegenstände versprochen, dann sollten die zumindest zu einem großen Teil auch exklusiv bleiben. Wie gesagt, mit der grundsätzlichen Mechanik habe ich mich abgefunden, aber es gäbe einen Punkt, wo ich mich erneut sehr ärgern würde, wo ich aber inständig hoffe, dass das nie passieren wird, dass nämlich die exklusiven Gegenstände aus dem Lifetimer-Paket, was ich auch besitze, für alle verfügbar wären. Also zum Beispiel der Mugato-Begleiter oder das Feuerwerk oder die Lifetimer-Schiffe, wobei die ja alle nichts Besonderes können und man die im Spiel nicht haben muss. Aber man hat zumindest zusammen mit den exklusiven Titeln, die man sich hier im Spiel oder auch im Forum geben kann, doch noch Alleinstellungsmerkmale und kann da durchaus ein bisschen ja, mit angeben. Ne? Was durchaus ja, wo man einfach nochmal ein gutes Gefühl hat, ich habe da was, was andere nicht haben und habe dafür aber ja auch entsprechend Geld ausgegeben oder ich habe mich entsprechend im Spiel sehr bemüht, um dahin zu kommen. Also keiner wird gezwungen, echt Geld auszugeben. Wer mit irgendetwas unbedingt haben möchte, ist das eine andere Frage. Und nochmal, mit irgendetwas muss hier auch Geld verdient werden. Ich kann jeglichen Shitstorm in der Richtung überhaupt nicht nachvollziehen.
vielleicht ein kleines bisschen im Ansatz, dass man sich ein kleines bisschen ärgert über irgendwas. Aber dass da ein riesen Ding losgetreten wird und dass da jetzt insbesondere auch die Fachpresse zum Teil mit einsteigt, da sollte vielleicht jeder nochmal in sich gehen und drüber nachdenken, was er von diesem Spiel überhaupt erwartet. Und wenn er das Ganze so negativ sieht, vielleicht den Shitstorm für sich zu behalten und das Spiel einfach nicht zu spielen. Ja, wenn man mal guckt, also ich habe ja über die Jahre auch schon viel angesammelt. Das ist jetzt nicht das, zwar nicht das Hauptthema des heutigen Videos, aber nanu, warum habe ich denn hier nichts gefunden? Ach so, weil ich hier oben noch Steam eingegeben habe. Ja, bei Promotion finde ich übrigens auch eine ganz coole Sache, was es hier zwischendurch immer mal wieder gibt. Es gab hier auch so eine Brustkrebsaktion. Da finde ich ein bisschen schade, dass das Ganze nur in Amerika, oder soweit ich weiß, nur in Amerika publiziert worden ist, obwohl man als Deutsch oder Deutschsprachiger oder Europäer ja hier durchaus auch an der Aktion hätte teilnehmen können. Das gibt es immer mal wieder. Da hat man für kleines Geld relativ viele Gegenstände, Schiffe und so weiter bekommen für 10 Euro. Also wirklich einen überschaubaren Betrag. Und auch sowas gibt es immer wieder. Und da muss man mal das einfach mal als positives Beispiel hervorheben, also inklusive Haustiere, Trippel, einem besonderen Prestigeschild, Schiffen und wo man dann nebenbei auch noch was Gutes tun kann. Und auch das ist ja nur möglich durch die Beteiligung oder dadurch, dass Cryptic oder Perfect World sowas annehmen. Und das sollte man auch nicht vergessen, dass hier trotz allen negativen Shitstorms, vielleicht sollte es mal, naja, das würde dem Sinn des Ausdrucks widersprechen, vielleicht auch mal einen positiven Shitstorm zu solchen Geschichten geben. Ich bin ja grundsätzlich eher mehr der Optimist als der Pessimist und hoffe, dass sich das Ganze hier dann auch nochmal ein bisschen einpegelt und vielleicht da das Ganze auch mal wieder ein bisschen runterköchelt. Ja, hier Foundry-Belohnung, die ganzen Sachen aus den Conventions, wobei ich da sowieso hingegangen wäre und mich das ja weniger ärgert, dass die jetzt auch auf irgendwelchen Wegen anderen Leuten zur Verfügung gestellt werden, um sie vielleicht nicht nur einer überschaubaren Anzahl von Leuten zugänglich zu machen, sondern durchaus hier auch noch mehr Leute dran teilhaben zu lassen. Ich glaube, dieser Andromeda-Forschungskreuz, jetzt muss ich nochmal gucken, wo hatte ich den denn her? Ich glaube, den hatte ich aus einer ganz besonderen Edition, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Möchte ich euch aber mal zeigen und mal ein bisschen angeben und euch ein bisschen neidisch machen. Nein, Quatsch. Aber da wir schon über viele Editions gesprochen haben und die meisten von euch werden wahrscheinlich alle diese Editions kennen, was die meisten vielleicht nicht kennen, ist die FatCon Special Edition von Star Trek Online, die ich euch gerne mal zeigen möchte, wie die aussieht. Das ist also diese Geschichte hier. Gut, die erscheint jetzt ein bisschen durchsichtig, weil es schwarz ist. Wo also nochmal eine Karte dabei war, wo nochmal ein Code für ein Schiff dabei gewesen ist, nämlich für diese Andromeda. Also das ist richtig schön aus Metall. Da ist unten so ein Code reingeprägt, da ist ein Kommunikator dabei. Und das hat es zum Beispiel, das hat es gegeben, ganz exklusiv. Limited Edition, wenn man das Team von Perfect World Cryptic 2016 auf der FatCon in Bonn getroffen hat oder am Community-Treffen zur FatCon teilgenommen hat. Aber das war ja gratis, das sind ein paar nette Giveaways dabei gewesen und eben dieses Schiff. Und da ärgert es mich dann natürlich weniger, dass da irgendwelche Gegenstände dann auch ins Spiel reingekommen sind, die dort mit enthalten waren. Grundsätzlich war Perfect World bzw. Cryptic hier auf diesen Treffen, von denen es allerdings schon länger, soweit ich weiß, keine mehr gegeben hat, außerhalb von irgendwelchen Conventions oder FatCon und so weiter, waren die meistens relativ großzügig mit Codes. Und auch das, denke ich mal, kann man ihnen durchaus zugute halten. Ja, hier sieht man, hier gab es zwischendurch gab es auch nochmal eine Humble Bundle Promo. Da kann man durchaus auch immer mal seine Augen offen halten, weil man da auch immer mal wieder günstige Pakete bekommt, wo viel drin ist für wenig Geld. Und weiß der Teufel, wo immer das alles her war. Ich glaube, die NX-Klasse war damals, die NX-Klassenregistrierung war, glaube ich, auch bei der Digital Deluxe Edition dabei. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wo das jetzt alles her gewesen ist. Aber einen ganzen Haufen Kram. Ich habe zwar
seit ich spiele, auch schon einen ganzen Haufen Geld ausgegeben, aber auch nicht mehr, als ich für dieselbe Spielzeit für andere Vollpreisspiele ausgegeben hätte. Nein, ganz im Gegenteil, ich habe sogar noch einiges gespart. Mittlerweile bin ich zwar nicht mehr der ganz regelmäßige Star Trek Online-Spieler, aber ich schaue auf jeden Fall immer noch mal in das Spiel rein, wenn es irgendetwas Neues gibt. Ja, ich bin mir sicher, ich habe noch ganz viel vergessen, was ich euch nicht erzählt habe. Vielleicht komme ich da noch mal in den Kommentaren drauf zurück. Und jetzt würde mich natürlich mal eure Meinung zu diesem ganzen Thema interessieren. Ob ihr das genauso seht wie ich, ob ihr gegenteiliger Meinung seid oder ob ihr vielleicht eine ganz andere Meinung habt. By the way, sei noch mal darauf hingewiesen, dass die Black Friday-Aktionen noch bis zum 3. Dezember 2019 laufen und danach geht's dann übergangslos ins diesjährige Winterwunderland, wo es leider wieder nur eine K6-Version eines bereits rausgegebenen K5-Schiffes gibt. Aber das ist freilich ein anderes Thema und ob das gut oder schlecht ist, auch da kann man geteilter Meinung sein. Ich denke, für nächstes Jahr haben wir eine ganze Menge zu erwarten. Und da ist ja auch viel angekündigt worden. Wir haben zum Beispiel das 10-jährige Jubiläum von Star Trek Online, jawohl, das 10-jährige und damit eins der MMOs, was sich mit am längsten auf dem Markt überhaupt gehalten hat. Von World of Warcraft wollen wir hier aber natürlich mal nicht reden. Das ist freilich ein ganz anderes Thema. Ich habe vor einiger Zeit auch schon mal ein Infovideo gemacht, wo es darum geht, um die Frage, wird eigentlich 2020 in Star Trek Online alles besser? Das werde ich euch hier nochmal in der Infobox verlinken, da könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wenn ihr mögt, dann klingelt auch das Glöckchen, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video von mir veröffentlicht wird, eine Premiere geplant ist oder vielleicht auch mal wieder ein Livestream. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.